the best ever. I'm the most brutal and vicious and most ruthless champion there's ever been. There's no one can stop me. Keiner sagt, es wird einfach werden. Es gibt Momente im Leben, wo es einfach hart kommt. Da muss man aufstehen, das trotz der Schmerzen. Da muss man anfangen zu kämpfen wie Ramos. Ramos. Ramos, so wie Ramos, so wie Ramos. Ramos, so wie Ramos, so wie Ramos. Ramos, so wie Ramos, so wie Ramos. Ja, ey, Ramos ist wieder back. Er hat sich ein neues Ziel gesetzt. Sevilla hat jetzt einen Leader mehr. Egal wo er spielt, er haut die Spieler weg. Jeder Gamer freut sich auf ihn im FIFA-Pack. Legende, denn er hat ja jeden Titel jetzt. Er hat alles gewonnen, was es so gibt. WM, EMCL und ist auch La Liga-Champ. Es war schon immer so, er hat sich viel gefetzt. Ramos hat für das Team gekämpft. Der Coach hat immer auf ihn gesetzt. Sich das Zusammenspiel gab's auf der Titel fest. Es ist ganz einfach, ja, er ist ein Fighter. Genau dieses Mindset, das brachte ihn weiter. Denn für seine Gegner wurde es nie leichter. Und der hat mehr Karten als Geld durch die Einnahmen. Denn dies hält ihn auf, denn er kommt wieder, er zeigt Emotion. So wie in FIFA, ja, er ist die Definition von einem Leader. Und alles wird gut sein, denn er führt das Team an. Ja, King in dem Game, der gewinnt, der ist safe. Denn am Ende, da holt er doch stets den Pokal. 2014 Champions League Finale, in letzter Minute versenkt er den Ball. Die Willenskraft ist bei ihm unnormal. Es hilft in Phasen, da wo andere schlafen. Da ist er am Hustlen und nutzt die Momente, um vorwärts zu kommen. Denn er ist aus Stahl, schau ihn dir an, er ist doch krass. Gegner haben Angst, denn er ist doch krass. Denn keine Grätsche oder auch kein Tackle ist für Sergio Ramos zu schwer auf dem Platz. Der Unterschied von ihm und anderen Spielern ist, er hat den Anspruch, der Stärkste zu sein. Er konnte Weltklasse-Stürmer nur stoppen, denn er hat halt immer die Härte gezeigt. Das ist schwer und nicht leicht, ey. Anstatt für viel Geld zu wechseln, ging er zu seinem Herzensverein. Wenn du nicht leidest, die Grenze beschreitest für mehr, dann kommt nie eine bessere Zeit. Eine rote Karte konnte ihn niemals stoppen. Er hat die wichtigsten Spiele gewonnen. Er hat's geschafft und es stellt sich die Frage, wie kann er dann jetzt seinen Titel noch toppen? He made it! Keiner sagt, es wird einfach werden. Es gibt Momente im Leben, wo es einfach hart kommt. Da muss man aufstehen, das trotz der Schmerzen. Da muss man anfangen zu kämpfen wie Ramos. Ramos. Ramos, so wie Ramos, so wie 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 Ramos.